Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Reihe Erstellung eines Seitentemplates für Turbo 3. In dieser Folge schauen wir uns die Section Frames und Layout für Inhaltselemente an. Dazu gehen wir am besten ins Backend und gehen mit dem Page-Modul. Auch gehe ich auf die Testseite für diese Folge und da gehen wir am besten in die Bearbeitung eines Inhaltselementes. Hier gehen wir dann auf die Seite der Reiter und hier sehen wir die zwei Felder, die wir heute besprechen wollen. Das ist hier einmal Layout und Section Frames, das hier Frame heißt. Und hier in den roten Klammern sieht man, wie die Felder in der Datenbank heißen. Das ist bei Layout der gleiche Name und bei Frame heißt es Frame Class. Wir wollen mal durchgehen, was das für Auswirkungen hat. Ich habe hier bereits schon die gewählt, die wir jetzt auch hier in dieser Folge lernen, wie wir sie erstellen. Deshalb können wir uns gleich hier uns das Frontend anschauen. Und wenn wir dann hier uns den Code anschauen, sehen wir, dass die Angabe von Layout hier eine CSS-Klasse hinterlegt, die anfängt mit frame-layout- minus und dann den Wert der Layout oder des Layouts, das man hier ausgewählt hat. Den Wert sehen wir auch hier aufgrund dessen, dass ich hier den Debug-Modus angeschaltet habe, in eckigen Klammern. Hier sieht man auch eine weitere Besonderheit, dass die Werte für Layout Zahlen sind und für Frame durchaus auch Texte sein können. Hintergrund ist, dass die Datenbankfelder für Layout im Typo 3 hier eben als Integer ausgewählt sind und das Datenbankfeld hier ist ein normales Stringwert. Und die Auswirkung des Frame Class ist identisch. Auch hier bekommt man eine neue CSS-Klasse, die allerdings nur Frame minus vorgestellt ist. Also im Prinzip haben beide gleiche Auswirkungen, indem es einfach CSS-Klasse an dem Div-Element ergänzt. Dadurch kann man dann im CSS diverse Anpassungen vornehmen auf Basis von den Frame und Layout. Genau das ist die Aufgabe von diesen beiden Reitern. Was ist nun, wenn man eigen erstellen wollen, so wie ich das hier für diese zwei Elemente gemacht habe, um eben die Auswahl der Default-Werte zu ergänzen, um eben Erscheinungsbilder zu schaffen, die man selbst in eigenen Projekten benötigt. Das geschieht über die PageTS. PageTS ist der Konfigurationsteil, der hauptsächlich Backend-Module betrifft. Ein Teil davon ist das Objekt TCE-Form. TCE-Form konfiguriert oder behandelt die Konfiguration der Formularfelder im Typo 3 Backend. Und darunter fallen natürlich auch die Felder Layout und Frame Class. Die PageTS kann man unter anderem hier im Backend erstellen und die liegt direkt an einer Seite. Das heißt, wir müssen eine Seite bearbeiten und hier auf Resources gehen und dann sehen wir hier das Feld PageTS, wobei das Datenbankfeld mit TS-Config heißt. Besonders ist, dass diese Angaben für diese Seite gelten und auch für alle Unterseiten weitervererbt wird. Das heißt, dass die neuen Frame-Klassen, die ich hier bereits im Vorfeld erstellt habe, beziehungsweise die eine Frame-Klasse und die eine Layout-Datei, für diese Seite zur Verfügung steht und für alle Unterseiten, aber nicht für Seiten auf der gleichen Ebene beispielsweise. Wenn man also möchte, dass es für alle Seiten gilt, muss man die PageJS in der Root-Seite angeben. Und dann bedient man eigentlich nur das Objekt TCE-Form. Das muss man natürlich hier hinschreiben, dann hier einen Konfigurationsblock mit geschwungenen Klammern und dann kann man diese TCE-Form weiter konfigurieren. Am besten, man öffnet dazu die Dokumentation, einen entsprechenden Link schreibe ich euch in den Shownotes und ich rufe die Dokumentation einmal auf und hier sehen wir sie und hier sehen wir auch ziemlich eindeutige Erklärungen, wie die aufgebaut ist. Man startet mit TCE-Form, das haben wir bereits getan. Danach kommt die Table, der Name der Tabelle, und zwar der Datenbanktabelle. Das ist in unserem Fall die Datenbanktabelle für Inhaltselemente. Und das ist in Typo 3 TT-Content, deswegen steht hier TT-Content. Wenn wir dann weitergehen, dann kommt hier der Feldname, also den Feldname, den man dann anders konfigurieren möchte. Das ist in unserem Fall einmal das Feld Frame Class und einmal das Feld Layout. Danach folgt der Name der Eigenschaft, die man dann eben ansprechen möchte. Das ist in unserem Fall
die Eigenschaft, die dafür verantwortlich ist, dass wir neue Einträge in diese Liste hinzufügen. Und das ist AddItems. Das steht auch nochmal hier in der Auflistung von diesem TCL-Form, denn nach dieser allgemeinen Erklärungsbereich kommen dann die Erklärung der einzelnen Eigenschaften, die dem TC-Form zugehören, darunter eben auch AddItems. Es gibt noch andere Funktionen wie AltLabels. Dadurch kann man die Beschriftung der bereits vorhandenen Auswahl verändern. Und es gibt auch die Möglichkeit, bereits existierende aus der Liste zu entfernen. Das heißt dann hier Remove Items. Dann kann man eben Auswahllisten entfernen. Das ist beispielsweise sinnvoll, wenn man ein eigenes Inline-Element erstellt hat oder sich entscheidet, dass bestimmte Frame-Klassen nicht zur Verfügung stehen sollen, kann man diese für bestimmte Inhaltstypen oder für alle Inhaltstypen ausblenden, beziehungsweise einfach entfernen. Und deswegen steht hier Add Items, weil wir wollen einfach neue hinzufügen. Und dann ist es einfach Wert der Frame-Klasse und das Label. Das heißt, wir können hier Neues hinzufügen. Das heißt zum Beispiel New Example Frame 2. Neuer Frame 2. Ist natürlich ein sehr Lorem-Ipsum-mäßiger Wert. In der realen Welt würde natürlich da etwas Sinnvolleres stehen. Auch hier machen wir einfach nur die nächste Position, von der ich denke, dass sie noch nicht besetzt ist. 20 und neues Layout 2 benennen wir das. Wir speichern das. Wenn wir dann jetzt hier schließen und hier unser Instrument uns anschauen, sehen wir, dass diese Werte hier zur Verfügung stehen. Und wir können sie natürlich auswählen, können sie speichern, uns das Frontend dann nochmal anschauen und sehen dann hier Frame Layer 20 und New Example Frame 2. Auf diese Weise kann man ganz einfach hier neue Einträge erstellen. Die haben natürlich von selbst noch keinen Einfluss auf die Optik. Die Optik ist dann in der CSS-Klasse zu erledigen. Aber so kann man dann Variationen bzw. die Erscheinungsbilder komplett ändern. Warum gibt es überhaupt zwei Felder? Nun ja, zum einen gibt es hier eine Auswahlliste von bereits vorhandenen Frames, die sinnvoll sein können. Und es könnte sicher sein, dass man sie weiter benutzen möchte, zum Beispiel die Linie davor, die Linie danach oder eben auch eigene. Man möchte aber diese kombinieren mit anderen Looks und dann benötigt man natürlich ein zweites Feld. Also deswegen kann man hier Layout und Frame-Klasse benutzen. Ansonsten benutze ich diese Felder auch noch wie folgt. Die Frame-Auswahl benutze ich eher für CSS-Klassen, die den Kern der Inhaltsmanagement belasten, also die Grunddarstellung ähnlich ist und so wie nur hier zum Beispiel bei Ruler davor, wenn man das jetzt anschalten und anzeigen lassen, dann kriegt man ja nur eine Linie drüber, aber das Gesamterscheinungsbild ist ja fast identisch. Das heißt, der Charakter des Inhaltstyps ist immer noch gleich geblieben. Und dafür eignen sich die Frame-Klassen, wenn eben die optische Änderung keine grundlegende Änderung ist. Den Layout-Bereich benutze ich, wenn es eben weitreichende Veränderungen gibt im CSS oder sogar im HTML, dass das Erscheinungsbild dann nicht mehr viel mit den mit dem Ursprung hat, dann benutze ich dann eher das Layout-Feld. Und das wäre schon für diese Folge. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, lass mir ein Like da und abonniere meinen Kanal. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge.